Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ja Leute, was ist passiert? Die österreichische Zeitung Heute hat eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn dort noch raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Einbrücken-Kanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, für euch meine Comic-Seite mal geben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Mutter verzweifelt oder Ayla hat übermenschliche Kräfte. Ja, ich sage deswegen Ayla, weil Isla klingt falsch. Weil wer zum Beispiel das englische Wort für Insel kennt, der weiß, wovon ich spreche. Es heißt Isle. Und deswegen fackel ich lang drum rum. Los geht's. Isla Smith, hier auf vier Fotos zu sehen, leidet an nonverbalen Autismus und dem Pika-Syndrom, weshalb sie besonderen Schutz braucht. Sie leidet nicht an ihrem nonverbalen Autismus selbst, sondern an der Umgebung um sich herum. Weiter geht's. Eine Mutter macht sich Sorgen um die Sicherheit ihrer schwer autistischen Tochter, die übermenschliche Kräfte hat und sich und andere gefährdet. Übermenschliche Kräfte, wollt ihr mir etwas sagen? Sie wäre als Kind in einen Kessel voller Zaubertrank geplumpst, oder was? Kann man sich echt nicht ausdenken. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oder kennt die Mutter etwa das Rezept des Zaubertrankes? Oh, die braucht unbedingt einen Orden. Die Mutter braucht unbedingt einen Orden dafür, wenn das stimmt. Wenn das wirklich stimmt. Lesen wir weiter. Die kleine Isla Smith bereitet ihrer Mutter Taylor große Sorgen. Die 5-Jährige aus Milton Keynes in England leidet unter schwerem Autismus, der sie dazu bringt, Wände, Möbel und sogar ihr eigenes Bett zu zerstören und sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Nochmal, sie leidet nicht an ihrem Autismus selbst, sondern an der Umgebung um sich herum. Und außerdem, schwer. Kommt nicht mit schwer oder leicht bei uns an. Und nur weil ihr von einem schweren Autismus geschrieben habt, heute.at, muss es noch lange nichts heißen, dass wir Autisten in der Lage sind, Wände, Möbel oder unser eigenes Bett zu zerstören und uns dabei selbst in Gefahr zu bringen. Meine Güte, kann man sich echt nicht ausdenken. Weiter geht's. Dass Smiths Autismus nonverbal ist, bedeutet das, dass die Kleine nicht sprechen kann, weil sie es nie gelernt hat. Also wollt ihr von heute.at andeuten, dass die Mutter ihr das nicht beigebracht hat, oder was? Kannst... Was? Och, nee, du. Kann doch wohl nicht wahr sein. Weiter geht's. Eilas 26-jährige Mutter sagt, ihre Tochter sei auf dem geistigen Entwicklungsstand eines Babys und verarbeite keine Schmerzen, weshalb sie sich selbst beiße und gegen Wände schlage. Außerdem leidet sie unter dem Pika-Syndrom, einer seltenen Essstörung, die Heißhunger auf Gegenstände auslöst, die nicht essbar sind. Die 5-Jährige versucht, ungenießbare Dinge wie Haushaltsgegenstände, aber auch Gras, Schlamm und Steine zu essen. Gras. Einige Kinder essen nun mal Gras, aber das hat ja nicht unbedingt was mit Pika-Syndrom zu tun. Kinder entdecken einfach ihre Welt und wissen dann, was richtig oder falsch ist. Aber was das Pika-Syndrom betrifft, ist das schon ein anderes Level. Und deswegen lesen wir weiter. Mit diesem lila Baukasten muss ich mir das geben. Aber das werde ich in veränderter Form lesen, ne? Also, los geht's. Das Autismus-Spektrum ist ein Überbegriff, der verwendet wird, um eine Vielzahl von neurologischen Entwicklungsbesonderheiten zu identifizieren.
Diese Besonderheiten werden zusammengefasst, weil sie in ähnlicher Weise die Fähigkeit einer Person begünstigen, zu kommunizieren, Kontakte zu knüpfen, sich zu verhalten und sich zu entwickeln. Viele im Autismus-Spektrum haben Besonderheiten oder Superkräfte bei der Kommunikation und beim Sprechen. Diese sind in ein Spektrum zusammengefasst. Diejenigen, die nonverbal sind, sprechen überhaupt nicht. Eltern, die vermuten, dass ihr Kind sprachverzögert ist, sollten dies beim Kinderarzt ansprechen. Die Besonderheiten wachsen sich häufig mit dem Alter. Wenn Kinder älter werden, können die Besonderheiten sehr beeinflussend und fördernd für ihr späteres Leben werden. Auch durch Intervention und Therapie können sie, auch wenn verspätet, anfangen zu sprechen. Was Autismus ist oder nicht, ist bis heute nicht bekannt. Allerdings gibt es ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen könnten. Und ich kann schon mal eins sagen, Impfungen spielen dabei keine Rolle. Andrew Wakefield. Und gehen Sie endlich Pornos gucken. Sie ableistischer und takupistischer Dulli. Weiter geht's. Zwei Kinder im Autismus-Spektrum. Die Mutter hat zu Spenden aufgerufen, um ein spezielles gepolstertes Zimmer zu bauen, das ihre Tochter vor ihrer eigenen übermenschlichen Kraft schützen soll. Es ist ein Vollzeitjob, sie zu beschützen. Sie hat bereits unzählige Wände und Teppiche zerstört. Sie kann eine Doppelmatratze aus dem Bett ziehen und sie in kürzester Zeit zerstören. Sie ist noch klein, aber ihre Kraft ist unglaublich, so die alleinerziehende Mutter, die noch eine zweite Tochter hat. Die einzige Lösung besteht darin, ihr einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen, der wie ein riesiger weicher Spielbereich ist, mit gepolsterten Wänden, Böden und einem speziellen Bett, das sie nicht zerstören kann, so die Mutter, die durch die Erkrankung ihrer Tochter gezwungen war, ihre Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in eine Drei-Zimmer-Wohnung umzuwandeln, nachdem ihre andere Tochter, die zweijährige Bella, durch die Ausbrüche ihrer Schwester gefährdet wurde. Man geht davon aus, dass Bella ebenfalls auf dem autistischen Spektrum steht, allerdings mit anderen Auffälligkeiten als ihre Schwester. Im Alter von 2 Jahren kann sie bereits bis 300 zählen. Im Alter von 2 Jahren bis 300 zählen, wow. Meine Güte, das ist ja ein echtes Genie. Aber sie hat nicht von Geburt an angefangen zu sprechen. Auf diese Meldung warte ich noch bis heute. Das gibt's höchstens nur im Zeichentrick, dass ein Kind schon von der Geburt an angefangen hat zu sprechen. Angefangen vom eigenen Namen bis hin zu ganzen Sätzen. Weiter geht's. Spenden sammeln. Die Mutter hat sich zwar an öffentliche Stellen gewandt, um Hilfe zu bekommen, aber hatte schließlich das Warten satt und beschloss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Bisher ist es ihr gelungen, ein gebrauchtes Behindertenbett für 180 Pfund zu finden, das im deutschen Stand mehr als 1000 Pfund wert ist. Das Bett ist abwischbar und besteht aus weichem Spielmaterial mit hohen Wänden und kann Ayla bei Ausbrüchen als sicherer Ort dienen. Es bedeutet auch, dass Ayla zum ersten Mal seit Monaten wieder in einem Bett schlafen kann, nachdem sie ihr letztes Standardbett innerhalb von 24 Stunden zerstört hatte. Und ein Standardbett stelle ich mir höchstens so vor, dass sie aus Holz besteht. Und deswegen lesen wir weiter. Was erschwerend hinzukommt, die Mutter kann aufgrund der intensiven Betreuungspflichten für ihre beiden Töchter nicht arbeiten gehen. Ich muss buchstäblich die ganze Zeit auf Ayla aufpassen. Es ist unmöglich für mich zu arbeiten. Es ist, als hätte man ein neues Baby, man muss sie füttern, wickeln und waschen. Aber das Schlimmste ist, dass man nie weiß, was sie als nächstes tun wird. Die Ärzte sagen, sie ist ein wirklich schwerer und extremer Fall. Daher ist es der Mutter unmöglich, das benötigte Geld selbst aufzubringen. Deshalb richtete sie eine GoFundMe-Seite ein, um Spenden zu sammeln. 930 Pfund war das angestrebte Ziel. Mit Stand 12. April 2023 sind bereits 1850 Pfund zusammengekommen. So sollte Eilers eigenem Raum nichts mehr im Wege stehen. Ja, also fast das Doppelte quasi. Sollte mittlerweile auch auf über das Dreifache hinaus gestiegen sein. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, ein Fall nordöstlich von Oxford und fast südwestlich von Cambridge entfernt
Oxford und Cambridge. Erinnert mich an die Eltern von Tefax, ne? Denn da stammen ja seine Eltern. Aber genug von Asterix. Und ich habe in dieser Reaction habe ich zu viel über Asterix gesprochen. Ich weiß nicht warum. Was ist heute los mit mir? Aber gut. Deshalb meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel hier? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also viel zu liken, also viel zu teilen. Also auch den Abo-Button mit der Glocke zu halten, damit ihr mit Kai was verpasst. Und wir sehen uns morgen mit einem weiteren Artikel wieder. Dann werden wir von England nach Deutschland zurückkehren. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!